Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic the Hedgehog 4 Episode 1, genau so rum. Wir sind immer noch dabei, die ganzen Stages, die ganzen Zonen zu schaffen. Wir sind in der Map Gear Zone und haben noch zwei Stages vor uns und einen Boss. Und wir müssen noch alle Chaos Emeralds sammeln. Dafür muss ich noch 4 Stages schaffen, mit 50 Ringen abzuschließen. Und dann die Special Stage, wo wir dann den Emerald kriegen. Ich glaube, das werden wir nicht mehr hinkriegen. Wir werden ja auf jeden Fall, das soll ja sowieso bloß ein Spezial, also ein alternatives Ende geben. Ich zeige euch dann natürlich zuerst das normale Ende. So, hier mussten wir so schön rüberspringen. Hast du gut gemacht, Igel. Manchmal macht der Igel auch was gut. Viel zu selten nicht. Hui. Wobei ich den Umfang, wenn man davon ausgeht, dass man dafür ursprünglich ja 15 Euro ausgegeben hat. Also ich habe dafür jetzt irgendwie 3 Euro, weil es gerade im Angebot war, ausgegeben. Also für 15 Euro finde ich schon die paar Stages hier zu viel. Da war schon wirklich gut, dass ich mir das nicht sofort gekauft habe. Obwohl ich interessiert war. Aber da ist mir der Umfang echt zu klein. Das sind 12 Level. Okay, wir müssen hier... toll, das klappt nicht. Was muss ich da machen? Ne, ich muss eigentlich... Ich muss da lang. Hä? 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 What the fuck muss ich machen? Nils ist verwirrt. Nils ist einfach nur gerade verwirrt. Hä? Hä? Was? So. Warte. Hä? Ah, jetzt kann ich hier drauf. Und dann kann ich das... Ah, ich kann das Zahnrad drehen. Ah. Das ist natürlich sehr intelligent. So geht das. Ah. Das hat Nils gut herausgefunden, nicht? Ich sollte aufhören, von mir in der dritten Person zu reden. Das klingt eingebildet. Oder? Ja, doch, klingt eingebildet. Ah, okay, ich muss nach unten. Hui. Ja, gut gelaufen, Sonic. So langsam. Aber bisher, ja, also... Ich finde es auf jeden Fall gut. Ich finde bloß den Umfang nicht ganz so gut. Ups, ich dachte, da muss ich springen. Nochmal zurück und wieder drehen. So, das ist gut. Schön gemacht, Igel. Oh, ich muss wieder die Richtung ändern. So lang. Und so. Okay, ich muss jetzt tief genug fallen. Klappt nicht. Warum klappt das nicht? Nein. Nein. Ah. Ich muss hier drauf. Und gar nicht da oben hier entlang. Ah, okay. Die killen sich schon mal gegenseitig, das ist gut. Ah, Moment, jetzt stehe ich hier genau. So, in die Richtung. Und ich werde hoffentlich nicht von dem Pieder getötet. Hoffentlich. Renn, Igel! Ach, der Igel hat's geschafft. Schlauer Igel. Wir können Sonic echt nur loben. Und ich finde, das ist schon wirklich ein Comeback von Sonic. Also, man hat es jetzt wirklich gemerkt, auch schon bei Sonic Generations und gleich. Wenn ich jetzt immer noch sagen würde. Welches, also wenn ihr euch was aussuchen müsst, welches Spiel, also zwischen diesem Spiel und Sonic Generations. Welches ihr euch holen wollt. Ganz klar, holt euch Sonic Generations. Wenn ihr natürlich dann alle holen wollt, ist es kein schlechter Kauf. Aber es ist nun mal halt vergleichsweise nicht so gut. Und wenn man jetzt wirklich nur Geld für ein Spiel hat, sollte schon wirklich Generations her. Wie ihr seht, das hier ist ja ganz nett und... Ja. Aber halt... Hä?
So, so, hä? Warte, jetzt bin ich ja echt wieder verwirrt. Ah, das hat ja gut geklappt. Ah, ich drehe wieder in die falsche Richtung. Immer in die entgegengesetzte Richtung drehen, genau. So. Hier, die drehen sich wieder. Ah! Scheiß. Was ist das? Eine Krabbe, ja genau, ist eine Krabbe. Ach, Igel. Warum machst du nie das, was ich will, dass du machst? Wenn ich jetzt nicht da lang muss. Ah, okay. Ah, okay. Shit. Da. Ah, okay. Jetzt habe ich hier das Rätsels Lösung. Der Igel muss natürlich da hören. Das geht da hoch. Und jetzt habe ich bloß gewisse Zeit und dafür muss ich hier hochspringen. Ha! Haha! Ich muss echt aufpassen, falls hier doch mal der Level zu Ende ist. Aber wenn hier schon wieder so eine, so ein Goldpole, genau, Goldpole. Also wieder so eine Fahne steht. Wow. Ja, genau, sowas sollte passieren. Sollte eigentlich nicht passieren. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Wow, ich habe nämlich keine Ringe. Ah, okay. Jetzt kann ich unbesorgt weitermachen. Autsch. Geht doch. Ich glaube mit den, ja, 50 Ringe hätte ich jetzt bis zum Schluss das gehalten, dann hätte ich das jetzt noch geschafft. Habe ich jetzt aber nicht. Leider. Naja. Gut, wir machen direkt die nächste Stage. Das Ende ist nah. Gut. Wenn das Ende nah ist, dann ist gut. Yeah, sowas mag ich doch. Rennigel, ich hätte vielleicht... Ich hätte da vielleicht die Unbesiegbarkeit mitnehmen sollen. Habe ich jetzt aber nicht. Ob jetzt das Timing weg, also dieser Zeitdruck weg ist. Denn ich weiß, Sonic soll schnell sein und so, aber... Ich mag einfach so Level unter Zeitdruck zu machen nicht. Ah ja, ich muss hier per Hand drehen. Ja, so. So. Klappt doch. Oh, ich muss wieder mich beeilen. Scheiße. Spring, verdammter Igel. Gut. Ah, verdammt. Ah, scheiß jetzt. Bin ich tot. Nur weil ich da nicht mehr durchkam. Ja, solche Level mag ich echt nicht. So. Shit. So, jetzt aber. Ach so, ich musste so da runter. Hier hoch. Ah, da wäre ich fast eingequetscht worden. Ich hasse Level, wo ich eingequetscht werden kann. Ich hasse es, eingequetscht zu werden. Okay. Ich hasse es auch runterzufallen, aber da konnte ich echt irgendwie nichts gegen machen. So, jetzt aber. Jetzt kriegen wir das aber hin. Hier runter. So, lieber so fallen, weil dann kann ich hier in Ruhe da drauf springen. Und jetzt klappt's. Warum hat das eigentlich das letzte Mal am Anfang nicht geklappt? Also als ich da versucht hatte, den ersten, wo ich da die ganze Zeit gerätselt habe, was muss ich jetzt machen? Ich meine, ich stand ja auch in der Mitte. Warum hat das nicht geklappt? Ich habe echt keine Ahnung, wo ich... Ja.
wie ich gerade sagen wollte. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinspringe und ich bin kaputt schon wieder. Autsch. Jetzt aber. Hoffentlich. Ah, diesmal sind wir direkt auf dem oberen hier gelandet. Autsch. Autsch, 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 autsch. Okay, dann kommen wir nach hier. So, ja. Das klappt jetzt. Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen. Geht doch. Ach, wir schaffen den Level noch. Wir schaffen den Level noch. Ganz unfähig bin ich ja dann doch nicht. Ja, das sieht doch mal gut aus. Wow. Ja. Wow, ja, genau so. Hier muss man echt aufpassen. So, ist gut. Dammit. Renn-Igel. Puh, das war cool. Das war verdammt cool. Ich meine, ich habe nicht mal gedrückt. Okay, auf das Leben verzichte ich. Nein, warum? Es geht noch weiter. Ich hätte... Unendlich... ich hätte die Unbesiegbarkeit holen sollen. Renn, Igel! Renn! Ach, geschafft, aber... Halt keine, keinen Chaos Emerald. Mal wieder. Das wird schon etwas schwierig. Aber naja. Darum kümmern wir uns, wenn wir den Boss-Arc der Map Gear Zone geschafft haben. Also, guckt beim nächsten Part auch wieder rein. Bis dann!